Rudi. Achim. Wie ist dein Name, Achim? Wie heißt du? Mirat. Du kommst Miran. Ja. Mein Rand, Achim. So kannst du es. Miran. Miran. Ah, okay. Du kommst ja aus der Schweiz, aber ursprünglich kommst du aus Kosovo? Ursprünglich aus Kosovo. Aber bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Okay. Du hast schon erwähnt, dass du halt. Deine Eltern sind auch Muslime, aber du hast gesagt, dass du früher halt ja, sehr wenig, also so gut wie gar nichts praktiziert hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Also meine ganze Familie praktiziert nicht und so habe ich das auch mitgezogen, dass ich wirklich nie praktiziert habe, aber später auch eine Phase bekommen habe, wo ich den Islam auch nicht mehr so gern hatte. Dass ich dachte, dass der Islam auch wirklich mir Regeln vorschreiben will, die ich nicht einhalten will und dass der Islam nur da ist, um mich zu kontrollieren und manipulieren. Ach so, das heißt also, du hast eine richtige Feindliche, also eigentlich genau, ja, eigentlich schon. Also warst du praktisch schon aus der Religion rausgekommen. Also, grundsätzlich hatte ich mit Astaghfirullah, hatte ich mit Allah selber hatte ich das Problem, dass ich dachte, er hilft mir nicht. Damals. Ich dachte, ich habe mir alles selber aufgebaut. Weil ich war immer so ein bisschen der Alpha-Typ. Und hatte in der Stadt immer ein bisschen was zu sagen, weil ich hatte auch halt wirklich viele Freunde und auch nicht unbedingt sehr schwach und hatte auch ein Verkaufstalent. Und dachte ich, du hast praktisch Schirr gemacht, du hast gesehen, ich habe das nicht mit Allahs. Subhanallah. Genau, also ich bin ganz aus der Religion draußen gewesen. Ich habe auch wirklich Allah beleidigt und alles. Boah, Schlimmste. Und also wie gesagt, ich habe zum Beispiel auch deine Videos ausgelacht. Ich habe wirklich jeden, der irgendwie angefangen hat, einen auf Muslim zu tun oder Leute, die vom Freitagsgebet kommen, habe ich wirklich aufs Gröbste beleidigt und haben mir gesagt, ja, du wirst jetzt dein Allah, wenn wir dich verprügeln und so weiter und so fort. Also wirklich aufs Gröbste waren wir Ehre geleitet und ja, ich war leider auch einer davon. Aber wie ist dann der Wandel gekommen? Da muss ja irgendwie ein Schlüsselergebnis sein. Der Wandel ist gekommen, also das ist eben ein bisschen eine längere Geschichte, Bruder. Es war damals ein Bruder, ein paar Brüder haben ein Liesprojekt in Bern angefangen. Und ich habe Lisbeth gekannt schon von Facebook damals noch. Aber das Lisbeth fand ich noch cool. Aber ich dachte so, okay, die Typen, die haben Mut. Das war das der erste Gedanke. Aber ich dachte mir so, was wollen die eigentlich von mir? So, wenn der mir etwas über Islam erzählt, ohrfeige ich. Und als ich dann das in meiner Stadt sah, dachte ich mir, okay, was soll das? So, von ihm hat er sich die Erlaubnis geholt. So, und dann, natürlich, ich wusste nicht, dass da auch ältere Personen involviert waren, die natürlich viel bekannter und viel stärker als ich waren und wirklich auch einen groberen Beruf haben als ich zum Beispiel. Aber das wusste ich damals nicht. Und ich war dann mit 20 Leuten unterwegs und ging dann zu dem Bruder, der gerade den Koran aus dem Auto verpackte, und wollte eigentlich den ranpacken und wegschicken. Also vielleicht wäre er aus so größeren Konflikten gekommen. Doch dann später, als ich dann zum Spaß so natürlich wie los ich Salamu alaikum gemacht habe, stand er auf und umarmte uns an. Und außer meine Freundin, damals meine damalige Freundin, und das hat mir dann so einen Klatsch gegeben. So eigentlich, ich will ihm was Böses. Und nur weil er diesen Salam gehört hatte, stand er auf und behandelt mich wie seinen leiblichen eigenen Bruder. Und er dann aber mich wirklich, er sah, dass ich ein bisschen so ganz vorne stand. Und dann packte er mich wirklich an der Hand und sagte, mitkommen, ich stelle dir die anderen Brüder vor. Und die anderen Brüder wirklich meine Frau nicht mal angeguckt. Und ich war schon damals ein Einversichtiger. Und er respektierte das, dass sie wirklich so respektvoll auch mit mir umgingen. Aber auch sehr nett empfingen, also mit Umarmung und ja, darf ich deine Handynummer? Ich habe ihm damals meine Handynummer nicht sofort gegeben, weil ich dachte, dann nervt er mich die ganze Zeit mit deinem Handy. Und dann habe ich ihm gesagt, gib mir deine. Ich habe ihm seine genommen. Aber ich habe mich dann später auch nie gemeldet, wir haben uns verabschiedet, nie gemeldet. Dann später habe ich genau den Emir von Bern, den Bruder Yahya, habe ich kennengelernt. Und genau dort habe ich am Bahnhof ihn wieder gesehen mit ein paar anderen Brüdern. Und ich hatte 3 Minuten vom Zug, ich war sowieso schon auf Stress und musste eigentlich schon jetzt losrennen.
Aber als er dann mir die Hand gab, wollte er mit mir unbedingt Dauer machen. Also er zieht mich und sagt, ich komme von den schlechten Freunden weg und so. Glaub mir, der Islam ist die richtige Religion. Und ich dachte mir, ja, ist gut, lass mich los. Er warnte mich, er sagte, es gibt Hölle und Paradies, so entscheide ich, sobald es nicht zu spät ist. Und als ich dann los... Ganz kurz. Ich muss ganz kurz stoppen, hier muss ich einwenden, hier erstmal. Man sieht ganz normal, erster wieder, ganz normale Brüder machen Dawa. Alhamdulillah, das ist das Ergebnis. Zweitens, was haben sie gemacht? Sie reden über Paradies und Hölle. Ja. Weil es ja Leute gibt, die sagen, das würde abschrecken, da sollte man nicht von reden. Der nächste, das ist alles nicht geplant. Ne? Das ist einfach jetzt ein Interview und das kommt jetzt wieder dabei raus. Bitte. Nein, obwohl ich eben wirklich so hochmütig und ignorant war, hat mich das dennoch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und wie gesagt, bei diesem Nachdenken bin ich rannte los und dann fliege ich voll hin. Also ich bin gestolpert. Also du bist dann hingefallen, dann hast du den Bus verpasst. Den Zug verpasst. Genau, und das war der letzte Zug. Ich konnte gar nicht mehr nach Hause, wegen dem. Und ich kam zurück und ich hoffe, er verzeiht mir, ich verfluchte den Bruder. So in meiner Wut, so, ja, was wollte der, war Muslim, du. Und dann ging ich zurück und dann treffe ich ihn und er kommt wirklich wieder lieb. Was ist denn passiert und so? Ich sagte, ja, ich bin hingefahren und habe Zugspaß, wenn ich mit dir ein bisschen gehe. Der Bruder wirklich ohne Widerrede, er sagte, du kommst nicht mehr mit, ich fahre dich nach Hause. Und das ist nicht ein kurzer Weg mit dem Auto, das sind 20, 30 Minuten. Und er sagt, nein, kein Problem, ich fahre dich hin. Und dann fuhr er. Also obwohl du ihn beschimpft hast, hat er gesagt, ist egal, ich fahre. Ja, das hat er nicht gehört. Aber er sagte, komm mit, ich fahre dich. Und dann hat er mir die Geschichte von Yusuf erzählt. Dann hat er mir von der Fitna der Welt erzählt. Dann hat er mir immer wieder von Hölle und Paradies erzählt. Dass wir ein Hölle Ziel und Paradies, haben. Ja. Genau, dass wir ein Ziel haben, dass wenn wir sterben, wieder auferweckt werden. Dass dort jeder zur Rechenschaft zu für alles wird. Und das brachte mich zum Nachdenken. Aber wie gesagt, in diesem Moment, ich war in so einer Fassung, wo ich das nicht realisiert habe. Also ich war wirklich nur in meinem Film und ich realisierte das nicht richtig. Ich dachte, der redet nur, was will er mir erzählen? Und dann später, einmal war ich so auf einer kleinen Feier, dann hat mein Handy angefangen zu tönen. Ich schaue, dann sehe ich eben diesen Yahya-Bruder drauf und ich habe direkt das Handy umgelegt, ich wollte nicht ablegen. Meine damalige Freundin hat gesagt, nimm ab und so, er hat dich extra nach Hause gefahren und so. Und ich dachte so, Gerechtigkeit ist wert. Ich nehme alle. Okay, ich habe zwar keinen Bock auf dich, aber war wirklich eigentlich nett zu mir gewesen. Bist. Genau. Muss die Gerechtigkeit gelten, dann gehe ich mal. Okay. Und dann habe ich abgenommen. Was willst du? Und dann sagt er, ja, morgen kommt hier Vogel. Ich habe erst angefangen zu lachen, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht, dass du jetzt nicht willst, aber ich habe angefangen zu lachen, weil ich fand es lustig. Also ich dachte so, ja, jetzt der kommt und schreibt mich noch an und dann gibt es sicher noch Stress. Aber ich dachte so, okay, er hat mich wirklich nach Hause gefahren, er hat sich wirklich Mühe gegeben mit mir und ich tue ihm den Gefangen, gehe mit ihm mit. Also keine Klasse dabei, ich ging wirklich einfach so mit ihm mit. Und als ich dann dorthin kam, war das natürlich... Das war bestimmt ein komisches Gefühl, weil du kannst mich schon aus dem Internet und jetzt siehst du mich live. Genau, ich sehe dich live. Aber noch lustiger war, weil wir waren im anderen Auto und wir waren auf der Autobahn. Und dann, du warst im anderen Auto und wir trafen uns auf der Autobahn. Und du machst immer den Tekbir. Also, mitten auf der Autobahn den Tekbir. Und ich ging so runter beim Auto, wollte mich verstecken, so bitte nicht, dass mich jemand sieht, der mich kennt. Aber es war lustig, ich musste dennoch lachen und fand wirklich, dass... Du fandest das irgendwie cool. Ich fand's cool. Ich dachte mir, okay, der Typ, der liebt das, was er macht und er steht auch dazu. Und diese Standhaftigkeit hat mich damals überzeugt, dass er wirklich, dass du und die Brüder ihren Standpunkt da hielten. Ja, guck mal, das möchte ich jetzt gerade auch, da möchte ich gerade auch etwas zu sagen für die Brüder. Das, was er gerade sagt, diese Standhaftigkeit ist etwas, was die Leute überzeugt. Das ist zum Beispiel etwas, was viele Leute nicht kapieren. Die denken, boah, das schreckt die Leute vielleicht ab. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Vielleicht auch mit Jalabia. Oder dieses klar und deutlich sagen, das ist die Wahrheit. Das ist etwas, was Leute anzieht, weil das Selbstbewusstsein ausstrahlt. Weil das macht keiner, der nicht von seiner Sache überzeugt ist. Also das ist ja, ja. Und eben, ich war ja selber auch eben so eine Person, die gerne ihren Standpunkt hielt. Auch wenn ich im vollen EGW war, ich hielt gerne meinen Standpunkt und fand das auch cool, dass das andere machen. Weil ich mir gewohnt war mit Leuten, zum Beispiel mein Cousin ist zum Christentum konvertiert, er konnte seinen Standpunkt nicht halten.
Ich konnte, er erzählte mir nur von der Liebe, von seiner Vision. Aber wenn ich ihm wirklich auf Sachen ansprach, die sich widersprachen, konnte er es nicht sagen und sagte, ja, Jesus liebt dich. Ja, und mit dem kam ich nicht klar. Erzähl mir nur, Jesus liebt dich. Genau. Er ist für deine Sünden gestorben, er liebt dich. Genau. Genau wie eben auch. Der kommt rein und sagt, ja, Jesus liebt dich. Genau. Er ist für dich, du musst ihn kennenlernen. Der christliche Missionar ist? Ja, ja, genau. Und darum fand ich das gut, dass jemand seinen Standpunkt hält. Und ja, obwohl ich mich versteckt habe, fuhren wir dann damals in die Moschee. Und dort hast du dann diesen Vortrag gemacht, wo du auch viele Beweise für die Religion und viele Beweise gegen andere Religionen genannt hast. Und wirklich auch dazu aufgerufen hast, aufzustehen und auch uns Jugendliche direkt angesprochen hast. Und diese Sachen haben mich auch, dass du wirklich rumgeschrien hast. Wie gesagt, damals hat es mir nicht gefallen, aber in diesem Moment hat es mir gefallen, weil das war so ein Weckruf. Es war ein Weckruf, steh auf. Und da habe ich mir angefangen, dann Gedanken zu machen. Und als ich rausging, damals, will Allah mich verzeihen, eine Woche, dann schon Brüder kamen, ja Bruder, hau mir auf die Hand, hör auf rauchen, schmissen mir die Zigaretten weg und so weiter und so fort. Und dann Brüder, die mich sogar schräg anschauen, nicht mal damals Salam gegeben, nicht mal ein Hallo, weil ich kannte den Salam selber nicht, aber nicht mal ein Hallo. Und dann kamst du raus, nachdem der Vortrag fertig war. Wir haben gegessen und so, ich ging schon früher raus. Dann kamst du raus und umarmtest mich. Und während, wo du mich umarmt hast, hast du gesagt, möge Allah dich recht leiten. So. Also wie gesagt, das zeigt wieder die Beweisführung und auch, dass man den Menschen klar macht, es gibt das Paradies, es gibt die Hölle. Das ist das, was einen im Endeffekt jemand wie dich, der richtig komplett auf einer anderen Schiene war, gezeigt hat, so geht es nicht weiter, man muss den Islam praktizieren. Wieder ein Beweis, wieder ein klares Zeichen dafür, dass man diese Sachen auch erwähnen muss in der Dauer, so wie das Prophet a.s. es auch gemacht hat. Ja? Der erste Befehl, der zweite Befehl nach Ikra war, komm, veran dir, steh auf und warne. Das ist Warnung vor der Hölle, natürlich nicht vom Paradies. So, wie ging es dann weiter bei dir? Du bist ja jetzt auch, glaube ich, in der Dawa richtig involviert. Ja. Du hast ja, glaube ich, den Dawa-Kurs, du hast erzählt gehabt, eben kurz zu mir, genau, dass du meinen Dawa-Kurs gelernt hast. Hast du davon profitiert? Ja, das meiste ist ja von dort. Ja. Das meiste ist ja von dort, weil wenn ich Dawa mache, dann habe ich mich speziell auf den Dawa-Kurs spezialisiert und dort nehme ich auch die meisten Argumente und habe auch dann für mich eine Bestätigung immer bekommen, dass das wirklich Argument, der eine immer wieder Argumente hat und die andere nicht. Und das ging halt so, dass ich dann angefangen habe zu beten, Alhamdulillah, und die Brüder dort haben wirklich viel Zeit auch für mich geopfert damals. Allahumma amin, Allah. Und die waren wirklich immer da, also ich konnte auch 24 Stunden lang anrufen, auch wenn es mir mal schlecht ging und so mit ihnen reden. Und sie haben mir wirklich Dunya spezifisch, genau mit der Akhira vermischt, dass sie auch wirklich immer mir in der Dunya halfen und zeigten, dass es mit dem Islam geregelt ist. Also, weil egal um was es ging, sei es Kummer, sei es Trauer, sei es ich habe jetzt mit den Eltern Stress, sie waren immer da. Und dann habe ich auch mit der Dawa angefangen. Und mit der Dawa angefangen, diese Brüder hatten viel Geduld mit mir, weil, ja, wie gesagt, ich war halt immer der ein bisschen hyperaktive und auch ein bisschen ein aggressiver. Also, eben kam mir jemand und beschimpfte uns oder den Islam, weißt du, dann zog ich ihn zurück, sagte, was ist los? Aber Alhamdulillah, diese Brüder hatten viel Zauber, möge Allah sie belohnen. Und dann habe ich in der Dawa weitergezogen. Die Dawa war das eigentlich, was mich wirklich stehen ließ. Also dort die Leute immer wieder zum Islam zu rufen. Und auch diese, du hast mal in einem Vortrag gesagt, jede Dawa, die du machst, ist Dawa mit dir selber. Ja. Genau, ist Dawa mit dir selber. Und mit dem Satz habe ich mich so lange durchgezogen, dass bis heute diese Standortigkeit gekommen, das hat seine Baraka gezogen, weil die meisten meiner Freunde, 90% meiner Freunde, die ich früher war, sind heute mit mir in der Moschee. Alhamdulillah, ich konnte den meisten Weg ziehen durch Allahs Hilfe. Hat der Dawa-Kurs, du hast den Dawa-Kurs von mir studiert, hat dir das intensiv geholfen, zu Leute zu überzeugen? Welche Ergebnisse hast du erzielt? Ja, also ich habe immer so, also ich mache mir immer diesen Struktur, dass die meisten sind die Atheisten. Von Jugendlichen sind die meisten Atheisten.
Die meisten glauben dann gar nichts. Oder ja, sie sagen, wir sind Christen, aber haben gar keine Ahnung und glauben nicht mal an Gott, obwohl sie sagen, sie sind Christen. Dadurch fange ich mit der Endstation an, von Marcel Krass, so mit dem Zug. Und von dort an mache ich den Übergang zum Dauerkurs. Dann zeige ich, wieso. Also, du kombinierst das von Marcel Krass und von mir. Genau, ich kombiniere das zusammen. Nehme erst mit dem Zug und dann komme ich direkt auf den Punkt mit, warum ist der Judentum, Christentum und die Abspaltung in dem Christentum falsch und warum ist der Koran richtig. Und wie gesagt, also Alhamdulillah, bis jetzt habe ich über 100 Shahada. Allahu Akbar. Was ich sagen will, über 100 Shahadas. Jemand, der vor kurzem, vor zwei Jahren ungefähr, angefangen hat, 100 Shahadas mit dem Dawa-Kurs. Was heißt das? Er so für die ganzen Jammerlappen, die Leute erzählen wollen, macht keine Dawa. Ja? Was wollt ihr jetzt noch sagen? Und für die anderen sage ich, fangt auch an, den Dawa-Kurs zu lernen. Und inshallah kriegt ihr auch 100 Shahadas. 100 Leute, die den Islam annehmen, und jeder Hassanet von denen, jede gute Tat von denen wird am jüngsten Tag auf eurem Konto sein. Ciao. Und ja, dadurch halt auch durch diese Stärke auch. Durch und jetzt die Dauer, fühlst du dich besser. Also ja, jetzt bin ich. Guck mal, du warst ja vorher in der Jahiliya-Zeit einer, der sich durchsetzen konnte. Ne? Das heißt, hätte man dich damals gefragt, ob es dir gut geht, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, ich habe ein gutes Leben, ich habe eine Freundin, die Leute respektieren mich und so weiter. Ne? Aber wenn das jetzt vergleichst, jetzt die Situation von jetzt mit der Situation von damals, was würdest du sagen, so von deinem Gefühl her? Also natürlich vom Gefühl her ist es unbeschreiblich. Also wie gesagt, ich habe heute auch zu dem Bruder gesagt, so es ist Neujahr jetzt, das zweite Mal, dass ich im Islam bin. Und früher bin ich irgendwo anders aufgewacht und sicher nicht glücklich. Weil aus dem Grund, damals, okay, ich hatte Geld, weil, wie gesagt, Verkaufstalent. Ich hatte, ja, eine hübsche Freundin. Jetzt hat sie Islam genommen und ist deine Frau? Nein, nein. Noch nicht? Nee? Nein. Aber du bist verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Alhamdulillah, also hast du noch eine bessere bekommen. Am besten. Und jedenfalls, nachdem, hatte ich auch viele Freunde, die mir den Rücken stärkten. Also ich hatte nie Probleme. Ich habe Alhamdulillah nie irgendwie Scham getragen von irgendwo. Und ich hatte viel Respekt bekommen. Und eigentlich hätte ich so weit weitermachen können und das wäre mir gut gegangen. Aber erst dann im Islam, als ich den Islam annahm, bekam ich eben dieses Glücksgefühl unbeschreiblich. Aber da kamen noch viele Probleme. Zum Beispiel das, was ich damals hatte, habe ich heute nicht. Zum Beispiel finanziell sieht es vielleicht nicht so rosig wie damals aus. Aber ich kann immer noch sagen, ich bin viel glücklicher als damals. Trotz, obwohl du finanziell vielleicht nicht so, so positiv dastehst wie damals, geht es dir trotzdem heute besser. Das ist bei Allah die Glückseligkeit des Herzens. Das ist so. Und auch mit den, auch meine alten Freunde, die jetzt nicht zum Islam gekommen sind. Ich dachte damals, ein Audi 8 ist cool und der BMW dort vorne zu sitzen ist cool. Und ich dachte mir, ich muss jetzt mit 30 Leuten durchgehen. Aber Bruder, heute lache darüber, weil alles dieses Auto und das alles könnte ich heute nicht gebrauchen. Höchstens um hierher zu fahren, aber da reicht auch ein Volvo. Guck mal, ich bin. Subhanallah, da könnte man so viel noch erzählen. Als ich 18 war, ne, bin ich mit einem dicken Porsche mit Felix Sturm durch die Gegend gefahren. Von durch die Stadt in Köln und so weiter. Mit einem Porsche mit 18. Oder 19. 18 oder 19. Nee, 18. Das müsste er mit 18. Ja. Ich kam mir vor, wir kamen uns alle vor wie die coolsten wahrscheinlich. Ja? Und heute weiß man, worin der Islam praktiziert. Das ist nicht das, was die wirkliche Glückseligkeit bringt, Alhamdulillah. Hast du noch einen Ratschlag an deine alten Kumpels? Oder? Aber ich glaube, die hast du schon alle überzeugt. Ne? Ja, nicht alle, noch nicht alle, aber Alhamdulillah. Dann gib dir jetzt eine Botschaft. Ja, ich würde jedem Mann raten, also nicht nur meinen alten Freunden, sondern wirklich jeden, der noch nicht praktiziert oder jeder, der noch nicht bereit ist, den Islam anzunehmen, dass er wirklich diesen letzten Schritt macht. Denn jeder hat natürlich, der Shaitan versucht gegen jeden am Anfang anzukämpfen und sagt, ja, Familie macht Stress, alles macht Stress. Und ja, das stimmt, es macht alles Stress, doch diese Glückseligkeit ist unbezahlbar und nicht einzutauschen mit nichts auf dieser Welt. Und die Religion ist für jeden gemacht, aber nicht jeder für die Religion.
Und möge Allah uns alle standhaft machen. Amen. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Inshallah. Bruder, ich danke dir. Jazakallahu khair. Möge Allah dich beschützen, Bruder. Amen. Barakallahu fikum. بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يقر سماء